kippen, jeden Monat kippen wir erstmal aus. Und dann gucken wir einfach, was drin ist. Ich habe hier wieder mein professionelles Unboxing-Supermesser. Habe ich alle in meiner Schublade. Kennt er ja schon, ne? Kennt er ja schon. Letztes Mal. Aber die Box kann ich gut gebrauchen, weil da kann ich den Stuff endlich mal zu Elektron schicken. Den anderen Stuff, den ich loswerden wollte. Schublade. Du kennst die nicht. Ja, guck dir mein erstes Blutchest-Video an, dann weißt du Bescheid, welche Schublade ich meine. Und wir machen das wie immer. Wir kippen hier einfach alles aus. Wir packen das jetzt hier erstmal alles so rein. Und legen das hier erstmal alles hin, würde ich sagen, ne? Und wir haben auch wieder das Heftchen. Feuchttücher. Feuchttücher sind immer wichtig. Wie gesagt, den Karton, den hebe ich diesmal auf. Letztes Mal habe ich den immer kaputt gemacht. Sogar zerstört. Also zerkleinert und in den Papiertonne. Aber diesmal brauche ich den. Deswegen trifft sich das ganz gut. Packe ich hier mal ganz kurz ins Regal. So. Auf jeden Fall haben wir da einige ganz gute Artikel. Packe sie in die Schublade. Ich würde sagen, wir fangen erstmal wie immer mit dem Shirt an, würde ich sagen. Oder? Würde ich sagen, fangen wir mit dem Shirt an. Dann packen wir das andere erstmal hier wieder so Richtung Seite. Wie gesagt, ihr könnt das jetzt natürlich ein bisschen schlecht sehen. Wie gesagt, hoffen wir da, dass wir im nächsten Monat eine zweite Cam haben. Die Cam ein bisschen höher machen. Wenn mein Headset-Kabel hier nicht. Müsste das aber eigentlich passen jetzt. So, hoffen wir einfach, dass das so passt jetzt. Wie gesagt, dafür die zweite Cam. Dafür denn die zweite Cam werde ich nächsten Monat so organisieren. Ich würde sagen, dann machen wir das erstmal. Und wie gesagt, mein professionelles Unboxing ist da hier. Den Shirt schneiden. Ja, sondern lieber andere schnippeln. So, dann packen wir hier das Papier. Papier legen wir hier erstmal auf. Also ich nehme ich gleich weg. Und ist mal ein graues T-Shirt. Muss ich tatsächlich sagen. Ist mal was Besseres. Finde ich war mal ein bisschen ansprechender. Ich jetzt natürlich schlecht lesen. Musst du selber im Stream sehen. Steht Thermios Barbecue drauf. Noch so ein. Ich finde grau ganz gut. Finde ich besser wie schwarze T-Shirts. Dadurch, dass ich einen Hund habe und der halt relativ doll hart, finde ich ein graues Shirt immer ein bisschen besser. Deswegen finde ich das ganz gut. Kenne ich jetzt nicht. Hier schreibt The Walking Dead. Kenne ich mich aber mit Walking Dead habe ich nie geguckt, würde ehrlich sagen. Ist aber grau, ist auf jeden Fall mal ein bisschen was besseres wie schwarz, weil deswegen trage ich zum Beispiel auch immer weiße T-Shirts, weil da sieht man die Hundehaare nicht dran. Ist einfach für mich ein bisschen besser. So, dann haben wir den nächsten Artikel, das ist hier irgendwas Süßmäßiges. Kann ich euch hier mal zeigen, das sind so eine Lagritz. Lang oder irgendwie sowas. Weiß ich nicht, ob das Kaugummi ist. Irgendwas Fruchtiges. Werde ich auf jeden Fall mal im Stream verputzen. Nicht jetzt, weil jetzt bestelle ich mir gleich was zu essen. Beziehungsweise auch nicht, weiß ich noch nicht. Werden wir auf jeden Fall mal im Stream essen. Müsst ihr mich mal dran erinnern. Packe ich mal andere Box. Was haben wir noch? Wir haben hier noch, muss ja mal gucken, wo ich die Ding hinhalte. Ich muss das so ein bisschen in die Cam halten hier. Haben wir Marvel Comics, das ist irgendein Kartenspiel, glaube ich. Genau wie Mamau. Wenn ich es aufkriegen würde. Da fettfinger ich halt wieder ordentlich, aber ich habe ja auch einen Schraubenzieher. Damit kriegt er sicherlich auch. Auch nicht. Ja, naja.
halt. Das ist ein Kartenset. Aus wie ein Mau-Mau-Kartenset. Auch wieder mein Problem. Gerade Kram. Haben wir gleich. Nee, so ist blöd. Jetzt kratze ich die Karten. Doof. Ist eine Anspielung auf Kannibalismus. Okay, ja gut. Wie gesagt, Walking Dead nie geguckt. Habe ich nie geguckt, weil mir sonst die Leute mal spoilern. Und so, hier haben wir ein paar Karten. Ist Tatsache ein, ja, kann man, denke ich, Mau-Mau oder whatever spielen. Die Karten, die sehen, ja, seht ihr jetzt natürlich nicht, aber ist jetzt hier nochmal ein Beispiel. Hier, bitteschön. Zum Beispiel so eine Karte. Oder so. Er sagt ziemlich oft M. Ja, ist richtig. Oder diese Karte hier. Diese hier. Oder diese. Weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Achte ich vor allen Dingen drauf, nicht M zu sagen und sag's trotzdem. Die sehen schon cool aus, also sie wirken auch hochwertig. Ja, wir können es so machen, ne? Immer wenn ich M sage, trinkt dann kurzen. Da haben wir nach der Hälfte des Streams getrunken. Und ja, das sind ist ein Kartenset. Ist nicht schlecht, also sehen auf jeden Fall cool aus. Und was man damit spielen kann, weiß ich jetzt gar nicht. Aber so denke so, Mensch, ärgere dich nicht, Mau-Mau. Ja gut, Mensch, ärgere dich nicht, vielleicht nicht, aber Mau-Mau und so. Vielleicht Poker. Ich glaube aber, für Poker sind es zu wenig Karten, glaube ich. Ist ein schönes Kartenset. Definitiv. Aber mal daddeln, wenn mal ein paar Leute hier sind. Ich habe aber keine Freunde, deswegen nie. So. Gut, dann haben wir das alltägliche Heftchen. Da seht ihr denn, was so alle drin sein kann. So. Können wir hier so ein bisschen durchblättern. Nach 10 Minuten im Koma. Das kann durchaus passieren. Und jetzt habt ihr hier so die Möglichkeit, was so alle drin ist. Könnt ihr euch mal durchlesen, wenn ihr so eine Box habt. Habe ich jetzt nicht gemacht. Dann haben wir hier eine Mütze. Da steht C64. Weiß nicht, wer die Konsole noch kennt. Also ich kenne die Tatsache sogar. Damit habe ich damals angefangen zu daddeln. War ich noch relativ jung. Da habe ich immer die Sportspiele gespielt, wo immer die Controller kaputt gegangen sind. Das ist so eine Retro-Mütze. Ist gar nicht so schlecht. Jetzt auch wieder schwarz gehalten. Bin nicht so der Schwarztyp. Also ich würde mir nie schwarze Klamotten holen. Wenn ich ehrlich bin, wie gesagt, alleine durch meinen Hund, der relativ doll hart, macht das nicht so viel Sinn bei mir. Aber schick ist so trotzdem. Hat so ein bisschen Retro-Flair. Ja? Er hat so ein bisschen Retro-Flair. Legen wir mal hier rüber zu dem Ding. Dann haben wir hier noch was. Das ist wahrscheinlich eher was für Elektron. Ich weiß aber nicht, ob der dasselbe drin hat. Wahrscheinlich. Der hat ja auch eine bekommen. Den habe ich die als Mod quasi gegeben, weil ich die leider nicht vergiveawayen konnte. Ich habe ihnen die als Mod gegeben, so als kleine Dankeschön. Und mal hier auf. Die Sportspiel, wo der Joystick kaputt. Okay, Elektron hat die auch drin, ne? Aber vielleicht wäre ja trotzdem noch eine zweite. Ich wollte wieder mein Universal Cuttermesser. Über. Und das ist so eine, ich will jetzt nicht sagen, Rucksack wäre jetzt ein bisschen too much, ne? Also Beutelchen, keine Ahnung, ich zeig euch den mal. Das sieht so aus. Sieht hübsch aus. Ich hier mal ein anderes Bild mit. Soll ich jetzt sein, weil auch. Hat nicht so doll.
Ihr habt da so ein eine Mädchen-Männertasche. weiß ich nicht. Also da kann man auf jeden Fall so ein bisschen was reinmachen, so Schminke oder so. Das ist ja perfekt für Elektron eigentlich. Weil da kann er sein Make-up reinmachen. Also ich trage jetzt sowas nicht. Ich trage jetzt allgemein keine Rucksäcke. Ich habe zum Beispiel auch nie ein Portemonnaie bei. Also ich habe meistens so meine Sachen so groß in der Tasche. Bin ich ehrlich. Aber vielleicht ist das ja eine Alternative. Aber vielleicht ist das ja mal eine Alternative, dass ich da mal meine Sachen reinnehmen kann. Legen wir auch hier drüben hin. Und dann haben wir hier noch einen Mannequin. Und ich werde wahrscheinlich wieder steinig, wenn ich die Figur auspacke. Deswegen lassen wir die einfach mal hier drin. Jetzt habt ihr natürlich blöde Reflexion. Ich weiß nicht, wer das ist. Jetzt lügen. Vielleicht kann mir das irgendjemand erläutern. Ich habe nie Fallout gespielt. Jetzt werde ich wahrscheinlich übelst gehatet. Habe ich nie gespielt, hat mich nie interessiert. Und vielleicht kann mir aber jemand sagen, wer das ist. Hier steht Dirps. Aber was das für eine ist, kann ich euch leider nicht sagen. Jetzt ehrlich gesagt lügen. Seite, da steht das. Power Armor. Power Armor steht da drauf. Heißt das Mannequin hier Power Armor? Keine Ahnung. Kennt mich, wie gesagt, mit Fallout jetzt nicht so gut aus. Ist aber eine nette Figur auf jeden Fall. Also, die sieht auf jeden Fall cool aus. Hat auf jeden Fall was. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Ist ja denn schon unsere zweite in unserer Sammlung? Also, wir haben ja da noch eine. Alle in meinem Regal. Hier haben wir noch eine. Ist dann schon unsere zweite Figur. Die erste ist ein bisschen größer. Ist ein bisschen größer hier, die Figur. Das ist aber unsere zweite hier. Und sieht aber schon cool aus. Hat so ein bisschen was von Cyber. Jetzt nicht so der Cyber-Fan, aber so sieht schon cool aus. Definitiv. Und die wandert natürlich auch wieder ins Real, was ihr gleich, wenn wir die Cam wieder auf normale Position gebracht haben, auch nochmal sehen werdet. Zumindest so leicht von oben.